Hallo, grüß euch. Heute machen wir den schnellsten Kuchen auf der Welt. Der ist super gut, super saftig und geht super schnell. Und zwar habe ich da drinnen Bananen und einen braunen Zucker. Ich schreibe natürlich das genaue Rezept ein, das ist eh ganz klar. Und den Zucker, den wir jetzt mit die Bananen zerstampfen. Wer nicht so einen Stampfer hat, der kann natürlich auch eine Gabel nehmen, das ist einmal ganz klar. Es muss nur einfach verstampft werden, die Bananen mit dem Zucker. Da braucht es keinen Mixer und gar nichts. Das geht ganz easy. Das Backerl habe ich auf 180 Grad Heißluft vorgeheizt. Jetzt nehme ich gerade einen Löffel. So, dann kommt rein ein bisschen ein Salz, gerade ein Prisele, wie bei alle Flüssigen, also bei alle Gebäcke, alle Süßigkeiten. Nachher kommen rein zwei Eier. Das sind 80 Gramm Milch, 80 Gramm Öl. Das wird jetzt verrührt. Dann kommt eine Natron und Backpulver und Mehl. Das tun wir jetzt schön verrühren. Da nehme ich jetzt einen Spatel her. Dass wir es schön. Und das ist alles gewesen. Das tun wir jetzt in den Rahmen rein. Das ist natürlich für eine 24er oder 26er Backform. Ich tue es in den Rahmen rein, weil ich nachher Schnitten schneide. Aber, wie gesagt, das ist für einen Kuchen, für eine runde Backform eigentlich normal. So tun wir das jetzt da rein. Schön nach unten aufholen. Und den lasse ich jetzt 40 Minuten im Backofen. Und dann lasse ich ihn auslassen, auskühlen. Und dann machen wir eine ganz gute Creme. Einfach mit Sahne, Mascarpone und ein bisschen Stabzucker. Und ich tue ihn halt schön aufdressieren, das könnt ihr auch auf den Kuchen aufstreichen. Aber das machen wir noch alles zusammen. Jetzt backe ich den einmal bei 40 Minuten bei 180 Grad Heißluft. Bis später. So, der Kuchen ist fertig. So schaut es aus. Super saftig, super schön. Ich habe schöne Stückchen geschnitten. Ich mache das mal einfach schnitten. Gell? Da habe ich drinnen 250 Gramm Mascarpone und Staubzucker gesiebt. Und den verrühren wir jetzt. Ganz kurz nur. Das reicht schon. Und da habe ich 100 ml flüssige Sahne und die tun wir jetzt da rein und lassen so lang rühren, bis es ein bisschen eine sämige Masse wird. Das wird es nämlich.
tue jetzt einen Löffel seiner Bart rein, weil ich es aufspritze. Jetzt könnt ihr es einfach so auf den Kuchen aufstreichen und ich tue es aber aufspritzen. Und deshalb tue ich jetzt einen Löffel seiner Bart rein. Gell? Aber das andere reicht sonst. Aber mir ist es lieber ein bisschen fester. Weil wenn sie es nur aufdingt, nachher reicht es. Ich tue einfach so einen Löffel seiner Bart rein. Und das tue ich dann in den Kühlschrank und das zieht noch richtig an. So ist das jetzt eine ganz schöne Creme. Das kann man gleich wegtun. Ich tue jetzt da noch ein bisschen an Orangen- oder Zitronenabrieb rein. Jetzt muss ich kurz schauen. Zitronenabrieb. Das tun wir jetzt noch ein bisschen vermischen. Das ist alles gewesen. Dann habe ich die Dülle, die französische Dülle, das ist die, wo man so schöne Wellen spritzen kann. Gell? Aber wie gesagt, das mache ich, es müsst ihr das überhaupt nicht, es könnt ihr es auch so aufstreichen. Der Teig wird auch, also die Creme wird auch ohne Sanabout fest, aber vielleicht ein bisschen fester mit dem Sanabout, dass es eben zum Aufspritzen geht. Aber eigentlich braucht man es nicht. Ich habe es daheim, darum nehme ich es auch her, weil ich eben das aufspritze und nicht auf den Kuchen streich. So wie es eigentlich die anderen tun. Das ein bisschen rum. So, geht das da gut? So schaut es dann aus. Ich tue es jetzt nachher noch ein bisschen dekorieren. Ich habe noch ein bisschen Schokolade übrig, die tue ich einfach drüber und mache Foto und stelle es ins Netz. Wie gesagt, das könnt ihr es auch aufstreichen oder andere Dülle nehmen, das spielt überhaupt keine Rolle. Ich wünsche euch gutes Gelingen beim Nachmachen. Das ist wirklich ein Ratzfatz-Kuchen. Anders kann ich es nicht sagen. Ich habe es selber gesehen und schmecken dort hervorragend. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Pfiat euch!